All right, let's do it. Ich mag an meiner Arbeit vor allem, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun habe und ganz viele verschiedene Einblicke auch in verschiedene Leben kennenlerne. Ich versuche dieses ungewohnte Gefühl vor der Kamera zu stehen, meiner Kunden vor allem durch viel Herzlichkeit und viel Offenheit irgendwie zu lösen. Und das kriege ich oft einfach auch dadurch hin, dass wir Orte aussuchen, wo sich die Menschen auch wohlfühlen. Das heißt Shooting-Orte, oftmals On-Location auch auswählen, wo die Leute draußen sind, wo die Leute sich bewegen können, wo wir Unterbrechungen machen können, wo sie sich auch nicht eingesperrt fühlen. Meine Kunden können von mir Struktur erwarten. Sie können von mir erwarten, dass ich mich in sie hineinfühle. Sie können von mir erwarten, dass ich zuhöre und dass ich versuche, auf bestmögliche Weise ihre Wünsche auch umzusetzen. Gemeinsam mit ihnen. Ich versuche innerhalb der Vorbereitung eines Shootings, aber auch in der Umsetzung den Kunden mit einzubinden. Ich versuche quasi seine Ideen mit einzubinden. Ich versuche, dass er einfach auch schon von Anfang an mit involviert ist in die Konzeptionierung. Die Augen sind für mich eine der wichtigsten Elemente in einem Bild. Das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber die Augen sind so, glaube ich, mit das Spannendste an einem Menschen überhaupt, weil sie unglaublich viel über dich aussagen. Ob du müde bist, ob du eine harte Nacht hattest oder ob du einfach eine harte Zeit gerade hast oder ob du jemand bist, der gerne lacht. Ich weiß auch nicht, warum ich mir so einen Stress mache. Das ist, glaube ich, einfach weil zwei Kameras eingerichtet sind.